Hallo liebe Fußballfreunde und speziell jetzt liebe Klubberer, Nürnberger, Frankenfans und Hannover. 96, das ist ja meine enge Heimat. Als ich die das erste Mal als Kind sah, die hatten schwarze, dunkelrote und grün-weiß sind die Vereinsfarben. Das sah total schick aus. Die hatten rote Hemden, schwarze dann grün-weiß irgendwas, teilweise hatten sie weiße Stutzen, also Hannover 96 hat heute im Auswärtsspiel in Nürnberg wirklich das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Auswärtssieg vor Augen gehabt. Noch bis zur 90. Minute stand es 2-1 für Hannover, nachdem sie schon ziemlich früh durch den begabten, wunderbaren Spieler Husti 1-0 in Führung gegangen sind. Besonders bemerkenswert finde ich jetzt, also unter anderem der Mirko Slomka, der hannoversche Trainer, dann zweite Halbzeit auf der Tribüne landete, Feldverweis für den Trainer, weil er zu sehr reingeredet hat. Besonders bemerkenswert finde ich tatsächlich, dass Hannover 96 ja international spielt. Die haben also diese Woche fünf Spiele in 15 Tagen. Das ist wirklich eklatant eine Schwächung gegenüber allen, die das nicht haben. Und insofern, wenn es mal so ein Doping-Wunder gibt wie beim HSV, dass die die englische Woche haben und trotzdem laufstärker sind als der Gegner, das gibt es gar nicht ohne Doping, würde ich mal so sagen. Also Hannover jedenfalls heute mit der Zusatzbelastung das erste Mal seit langer Zeit einen Auswärtssieg vor Augen. Und hier der Vorteil besteht, dass ja der vor kurzer Zeit jetzt in Wolfsburg tätige Nürnberger Trainer Dieter Hecking aus Hannover nun wirklich ein enger Freund von dem hannoverschen Trainer Mirko Slomka ist, schon aus früheren Jugendtrainer- und Spielerzeiten und so weiter, dass der Slomka hundertprozentig über Nürnberg Bescheid weiß. Das heißt, also eine bessere Spielanalyse, Spielbeobachtung, als der Slomka zur Verfügung hatte über den Zustand von 1. FC Nürnberg heute, gibt es gar nicht, und das ist schon ein Punkt wert. Ja? Und trotzdem ist es ihnen nicht gelungen. Das Spiel hatte eine kleine Nachspielzeit und tatsächlich ist den Nürnbergern in ihrem Heimspiel dann das 2-2 gelungen, unter riesigem Jubel natürlich, und das muss man ihnen dann auch wirklich gönnen, denn Nürnberg ist doch jetzt schon im Bereich der Abstiegsplätze gelandet in den letzten Wochen, und also ein interessantes Spiel von rot-schwarzen Nürnbergern gegen rot-schwarze Hannoveraner, die in weißen Real Madrid-Trikots angetreten waren. 2-2 Bundesligaspiel heute Hannover in Nürnberg.